Hotel Wallern. Ihr Zuhause bei Geschäfts- und Urlaubsreisen in die schöne Vitalwelt Hausruck. Besuchen Sie uns hotel-wallern.at. Planung, Fertigung, Montage, Instandhaltung und Service. zaunergrupp.com. Prädikat sehr sehenswert. Die Musical-Eigenproduktion des Gymnasium Dachsberg. Der Winter brennt. Nach dem Märchen Die Schneekönigin. Premiere ist am 9. Oktober 2015. Gespielt wird an allen Wochenenden bis 26. Oktober. Infos und Kartenvorverkauf unter dachsberg.at. Nur mehr bis 31. Oktober zum super günstigen Vorzugspreis. Sunnycard, die Saisonkarte für 8 Top-Skigebiete schon ab 269 Euro. Nutzen Sie noch schnell dieses einmalige Angebot. hivo.at. Ach ja, die Wetterfrösche sagen übrigens einen Jahrhundertwinter voraus. hivo.at. Die 13. und damit schon die drittletzte Hinrunde steht in der Regionalliga Mitte am Programm. Das Heimspiel gegen den ATSV Stadl Paurer ist für den SV Zaunergrupp Wallern die letzte Möglichkeit, die Bilanz bei den Oberösterreich-Derbys in Österreichs dritthöchster Liga zumindest etwas aufzubessern. In den bisherigen 5 Duellen holte man lediglich gegen Pasching LASK Amateure ein mickriges Pünktchen. Die Chancen auf einen Punktezuwachs stehen gegen die Stöttinger Boys gar nicht schlecht, denn die wiederum holten aus 5 Auswärtspartien nur 2 Zähler. Dagegen wiederum spricht, dass die Zaunermannschaft das schlechteste Heimteam der Liga ist. Aus 5 Partien nur 3 Points geholt. Panikattacken bekommen die Gegner derzeit nicht, wenn das Reiseziel Wallern heißt. Gut 500 Fans im Zaunergruppstadion sehen dann schon in der ersten Minute eine gute Gelegenheit für die Heimelf. Ein Freistoß an der 16er-Linie. Da kann man schon etwas daraus machen. Spielertrainer Furischek tut's nicht. Er jagt die Kugel in die Stadlinger Mauer. 2 Minuten später ein Eckball für die Meierleb-Elf. Stadlbauer schlägt das Leder zur Mitte. Dort steht die Heimabwehr. Alles andere als gut. Es folgt ein Gestocher vor dem Haberlkasten und dann jubeln die Gäste. Robert Matesic bringt den ATSV Stadl Paurer in der 4. Minute mit 1:0 in Front. Diese frühe Führung spielt den Traunviertlern natürlich in die Karten. Man macht hinten die Luken dicht. Und so dauert es bis zur 21. Minute, ehe Wallern wieder einmal das Micheltor gefährden kann. Haron Sulimanis Schuss, nicht schlecht, aber eine wirkliche Gefahr fürs Gästeheiligtum stellt er auch nicht dar. Hochkarätig die Möglichkeit zum Ausgleich, dann aber in der 40. Minute. Pesirep schickt Mehdi Sulimani auf die Reise, der noch mit dem Haken. Dann allerdings ist das Spielgerät auf dem Fuß, den Mehdi eher zum Laufen und Stehen hat, denn zum Schießen. Für Stadls 1er Michel ist das Schüsschen gerade einmal eine kleine Aufwärmübung. Wesentlich mehr zu tun hat da schon Haberl im Heimkasten. Er pariert den Schuss von Mustetic in der 44. Minute. Kurz danach ist vorerst einmal Schluss. Der sehr gute Schiri Ebner beendet bei einer 1:0-Führung des ATSV Stadl Paurer gegen den SV Zaunergrupp Wallern die erste Halbzeit. Hotel Wallern. Ihr Zuhause bei Geschäfts- und Urlaubsreisen in die schöne Vitalwelt Hausruck. Besuchen Sie uns hotel-wallern.at. Planung, Fertigung, Montage, Instandhaltung und Service. zaunergrupp.com. Prädikat sehr sehenswert. Die Musical-Eigenproduktion des Gymnasium Dachsberg. Der Winter brennt. Nach dem Märchen Die Schneekönigin. Premiere ist am 9. Oktober 2015. Gespielt wird an allen Wochenenden bis 26. Oktober. Infos und Kartenvorverkauf unter dachsberg.at.
Nur mehr bis 31. Oktober zum super günstigen Vorzugspreis. Sunnycard, die Saisonkarte für 8 Top-Skigebiete schon ab 269 Euro. Nutzen Sie noch schnell dieses einmalige Angebot. hivo.at. Ach ja, die Wetterfrösche sagen übrigens einen Jahrhundertwinter voraus. hivo.at. In Hälfte 2 sind gerade einmal 5 Minuten gespielt, da brennt es nach einem Corner der Gäste lichterloh vor dem Heimtor. Bei Koprivarovs Schuss fehlen dann schlussendlich nur Zentimeter zur 2:0-Führung der Traunviertler. Nur 60 Sekunden später hat Gerner Haberl schon überspielt, Wallern kann mit sehr, sehr viel Mühe und Glück abermals das 0:2 verhindern. 5 Minuten später fällt dann das zu diesem Zeitpunkt schon fast logische Tor. Stadlbauer mit der Traumflanke, Manuel Gerner, der Ex-SVW-Spieler, hält sein Köpfchen hin und drinnen ist das Runde in den Heimmaschen. 59. Minute, Waller 0, Stadlbauer jetzt 2. Die Heimelf zwar bemüht, aber das ist einfach zu wenig. Zudem gibt es zeitweise Fehler am laufenden Band. So wie in der 73. Minute. Die Kugel landet bei Gerner, der zieht einfach ab und auch dieser ganz sicher nicht unhaltbare Schuss landet im Haberlkasten. Das 3:0 für den ATSV Stadlbauer. 10 Minuten vor dem Ende dieses Oberösterreich-Derbys in der Regionalliga Mitte noch ein kleines Erfolgserlebnis für die Perner Elf. Michel kann den Peserep-Schuss nicht festhalten. Kai Fazeni ist zur Stelle und staubt zum 1:3 ab. 1:3, das ist auch das Endergebnis im Zaunergruppstadion. Wallern bestätigt seine Heimschwäche, Stadlbauer dagegen holt sich den allerersten Auswärtsdreier. Das war der erste Auswärtsdreier, das war mir ganz wichtig für den Kopf, sag ich mal, weil zu Hause haben wir eigentlich immer sehr gute Partien, auch auswärts sehr gute Partien immer gespielt, aber leider ist es uns nicht gelungen, dass wir einen Dreier mitnehmen und das war heute einmal ganz wichtig für die Mannschaft. Du verlierst Woche für Woche, wie es jetzt die letzten 3-4 Wochen war, Spiele und jetzt heißt es nochmal richtig aufbäumen und schauen, dass man die letzten 3 Spiele zumindest 2 Siege noch einfährt.